Liebe Freunde, letzte Woche haben wir gemeinsam eine weitere Fanfilmreihe angefangen. Stormtroopers von Gute Arbeit Originals. Es ist wahnsinnig lustig, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihr wolltet mehr und heute schauen wir uns zwei weitere Folgen an. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ja, ihr wolltet es. Jetzt machen wir es. Gute Arbeit Originals, Folge 3 und 4. 7 gibt es insgesamt. Wir haben uns das letzte Mal schon herrlich amüsiert für die Leute, die sich noch nicht damit ausgekannt haben. Es geht um Stormtrooper auf dem Todesstern, die den langweiligsten Job der Welt haben. Was am Ende des Tages gar nicht so langweilig ist. Wir starten rein in Folge Nummer 3. Die Jeansweste. Leute. Schauen, was heute so geht. Was zur Hölle? Aber warum? Nein. Was meinst du? Nein. Oh, ich war mir nicht sicher. Nein. Ich dachte, vielleicht steht's mir. Nein. Einmal im Monat kann man's doch... Nein! Ich zieh sie aus. Ja! Ich zieh sie zu Hause aus. Nein! Ich zieh sie jetzt aus. Ja! Gut, ich leg sie hier hin. Danke! Das sieht so aus wie ein schlechtes Halloween-Kostüm. Weißt du, ich fühle mich, als könnte ich jetzt mit der ganzen Rebellion alleine auf... Eine Kette? Ach komm schon! Auch nicht! Ach Mann, ey! Warum willst du so sehr jemand anderes sein? Ach, mich nervt das einfach. Wir sehen alle gleich aus. Alles sieht gleich aus. Immer. Selbst die Flure hier ist alles immer grau. Man könnte hier einen Schwarz-Weiß-Film drehen und niemand würde den Unterschied merken. Mit farbenblind sein. Weißt du, ob wir farbenblind sind? Weißt du's? Naja, du hattest gerade Jeansweste an. Du hast leicht reden, ey. Dich erkennt man ja. Du hast diesen kleinen roten Fleck auf deiner Rüstung. Was? Es ist Blut! Von einem Menschen, den ich töten musste! Ich sag ja nur. Bitte was? Find's schick. Hab ich mal so ein Beanie ausprobiert? Nein! Ein Beanie! Das sind ja einfach die hässlichsten Mützen. Wobei, im Herbst sind die cool. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grau. Der Kasten da? Nein. Die Lüftung da? Nein. Der Boden? Nein. Gute Arbeit. Originals. Einfach alles. Liebe Freunde, ab direkt die nächste Folge. Die Begrüßung. Ist einfach so trocken geil gemacht, ne? Moin. Morgen. Gib mir jetzt gar nicht mehr die Hand. Was meinst du? Naja, ich meine, wir haben uns bis jetzt jeden Morgen die Hand gegeben und das hast du jetzt gerade nicht gemacht. Weiß nicht, muss man sich immer die Hand geben? Och, ich finde das eigentlich schon nicht schlecht, oder? Ich meine, es ist auch eine Form des Respekts. Und so lange dauert es auch nicht. Also ich fand es eigentlich immer eine ganz schöne Routine. So. Na, danke schön. Geht doch. Auf dem Arbeitsplatz muss auch Anstand herrschen. Das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Genau wie dieses Gespräch. Warum willst du unbedingt mit unseren Routinen brechen? Warum willst du es nicht? Jeder Tag hier ist gleich. Hier, pass mal auf. Ich zeig dir mal was. Oh Gott. Wow. Ach, der Platz ist wirklich lame. Oh, von hier aus kann man ja das Fenster da hinten sehen. Ja. Da fliegt ein Raumschiff vorbei. Ja. Wie oft fliegen da Raumschiffe vorbei? Keine Ahnung, 6, 7 Mal am Tag. Was? Was? Ja, ich sag doch, wir sollten öfter mal was anderes probieren. Der dreht komplett am Rand. Da hinten etwa ein. Nope. Ah, nee, da geht der Gang einfach weiter. Ja. Wir sollten definitiv öfter mal was Neues ausprobieren. Jeansjacken zum Beispiel. 1138, 2107. Bitte gehen Sie unverzüglich zurück auf Ihre Posten. Klar. Sorry. Ja, ist halt wie... Wir können uns ja morgen auch mal umarmen, vielleicht. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt will und so, aber ich meine, so zum Wochenanfang vielleicht oder so montags. Aber zum Geburtstag so schon, oder? Ja. Gute Arbeit. Originals. Aber zum Geburtstag so schon, ne? Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Dass es davon nur 7 Folgen gibt, dass da abgebrochen wurde und nicht mehr gedreht wurde, das ist so schade einfach. Es ist so genial trockener Humor und es ist teilweise genauso, wie ich mir reale Menschen als Stormtrooper vorstellen würde.
die einfach super langweiligen Tag haben, wenn wir uns das immer anschauen, was wir da gezeigt bekommen. Super stupide, 99% der Stormtrooper haben nie was zu tun. Was eine Kackarbeit. Ach, herrlich. Original wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sonntag sehen wir uns mit einem neuen Lichtschwert-Unboxing. Und abonniert doch einfach den Kanal. Kennt ihr ja, wie es läuft. Bald haben wir 30.000. Würde mich freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.